Halli, hallo, hallöchen. Wir spielen wieder LS19, Landwirtschaftssimulator 2019 auf der PlayStation 4 auf der Karte Revenport. Und ich bin da mit so einem schönen Deutz-Fahr in Serie 9 unterwegs. Aber leider ist das bloß ein Mietgerät. Ich mache da gerade noch eine Mission auf Feld 13 und ich muss den gerade mal hier ein bisschen helfen. Weil irgendwie will er da nicht mehr alleine weitermachen. Und ja, ich habe das Ding nochmal aufgefüllt. Und dann machen wir das jetzt mal fertig hier. Auf dem Hof ist gerade auch noch nicht so viel los. Die Felder sind noch im Wachstum. Oder noch nicht ganz erntereif. Noch nicht die letzte Reifestufe erreicht. Aber ich würde sagen, wir schauen mal hier wegen den Missionen. Wir würden da mal gucken, damit wir da vielleicht ein bisschen weiterkommen. Boah. Das war zu spät hier rum. Und das Feld 13 wäre eigentlich auch ein super Feld zum Bauen für einen Hof. Das ist riesengroß, da ist riesig viel Platz. Ich hätte doch das kaufen sollen, hätten wir wunderbaren Ausblick gehabt hier aufs Meer und ein schönes großes Feld, der Händler nicht weit weg, die Verkaufsstellen nicht so weit weg. Also wenn einer noch mal die Revenport beginnt, neu beginnt, würde ich das Feld 13 als Startland, sag ich mal, kaufen und da den Hof hinstellen. Boah, natürlich kann das auch jeder selber machen, wie er will. So, ich würde sagen, ich fahre da noch mal so zurück. Dann werden wir mal gucken, was das Gras eigentlich macht, ob wir das vielleicht auf dem Hof schon irgendwie bearbeiten können wieder. Ich glaube, Stroh brauchen wir sowieso noch für die Kühe. Daran geht's. Ich finde eigentlich die Sämaschine noch gar nicht schlecht hier. Federstedt. Schöne Breite, geht eigentlich auch ein bisschen was rein hier. 1600 Liter Saatgut geht da rein. Und Dünger können wir auch noch reintun. Und letztens habe ich erst ein Video gesehen, dass es wirklich hier in diesen kleinen Behältern kommt das Saatgut rein und in den großen Behälter da oben kommt der Dünger rein. Das ist im Original auch so und es geht immer mehr weniger Saatgut rein als Dünger. Da habe ich mich immer gedacht oder gefragt, das ist doch unlogisch. Es sollte doch sicher mehr Saatgut reingehen. Der Dünger reicht ja viel weiter, aber nein, das ist in echt auch so. So, ich würde jetzt mal hier wieder den Helfer laufen lassen. Wir gehen mal zum Hof. Genau, das ist der Hof. Wie sieht's denn aus hier? Kühe, schwarz und weiß, Gras. Sieht noch nicht besonders aus hier. Ne, da brauchen wir auf jeden Fall nichts machen. Das wäre Soja, erntereif, aber noch nicht in der letzten Wachstumsstufe, da warten wir gerade noch ein bisschen. So, genau, dann haben wir ja da die Halle hingestellt.
da die Leimbinderhalle für unsere Geräte hier. Und ich glaube, ich habe sogar noch hier bei meiner kleinen Werkstatt noch ein Gerät zum Waschen. Oder habe ich schon gewaschen? Nee. Die Düngespritze, das ist auch nicht das richtige Gerät für den Traktor hier. Das ist... Aber ich glaube, ich hatte gerade keinen anderen frei. So, stellen wir sie mal wieder weg. Das blaue Gewicht am roten Traktor sieht auch sehr gut aus. Aber das war das Einzige, was ich auf dem Hof hatte. So einen richtigen Platz hat sie, glaube ich, nicht gehabt. Doch, ich glaube, ich habe sie hier reingestellt. So. Super. Genau. Ungefähr so. Ich glaube, das Gewicht machen wir doch lieber ab. Das passt jetzt wirklich nicht dazu. So, dann schauen wir noch, was für andere Missionen eigentlich da sind. Und wie weit sind wir eigentlich mit der Mission? 87%, das ist nicht schlecht und gibt 15.000, okay. Dann hätten wir da nochmal Ernten, Feld 11. Und wir hätten noch Feld 8 mit Baumwolle. Sonst wäre eigentlich nicht viel Schlaues. Also Feld 16. Was ist denn da drauf? Gerste. Da müssen wir bestimmt ein paar Mal. Feld 11 meine ich. Bestimmt ein paar Mal abfahren. Wo ist denn Feld 11? Hä? 10? 13? Ah, meine Güte, das ist aber riesig. Und wo muss das eigentlich hin? Also da kommt auf jeden Fall was zusammen. Da müssen wir ein paar Mal fahren. Getreidespeicherzentrum. Oh mein Gott. Das wäre nachher... Wo ist Getreidespeicherzentrum? Da oben. Oh, das wäre gar nicht so weit. Das sollten wir machen. Da könnten wir eigentlich gleich hier den Feldweg abkippen, dreschen, perfekt. Ja, ich glaube, das werden wir als nächstes machen, die Mission. Ich glaube, das ist besser wie Baumwolle. So, Futter gibt es auch nicht hier für die... Meine Güte, was ist denn wieder los hier? Hab nicht geschaut, was ich da angewählt habe. So, ich hätte mal gern alle Geräte hier reingestellt. Wie sieht denn das aus? Wenn wir nichts zu tun haben, wie sieht denn das aus, wenn wir nichts zu tun haben, wenn wir alle Geräte hier drin stehen? Schön. So, ich bin dann überlegen, ich habe ja mal Hühner gehabt, die habe ich ja verkauft, weil ich da den anderen Stall hinstellen wollte, ob wir nicht noch irgendwo uns wieder ein paar Hühner hinsetzen. Da haben wir die Schafe und ich bin eigentlich der Meinung, ich glaube, wir machen ja alle Tiere. Wir machen vielleicht sogar noch Pferde. Aber damit wir alles haben und nebenbei noch ein bisschen
Missionen und so. So, wir könnten mal schauen bei den Tieren. Schafe, ja. Kühe, die haben so viel Milch, produzieren sie nämlich gar nicht, weil ich habe noch die richtige Futterration. 80%, 30 Kühe ist auch nicht so üppig. Geld haben wir immer noch. 266.000 Schulden. Ah, jetzt habe ich es noch geliehen. Ich wollte eigentlich was zurückzahlen. Machen wir das so. 10.000 zurückgezahlt. Gibt gleich noch was von der Mission. So, da haben wir Wolle zu stehen. Was ist zum Spinnerei? Aha, das für Baumwolle. Aha, das andere wäre 2.000. Da sind wir nachher vielleicht 12.000, was da steht. Da warten wir noch ein bisschen. Okay, ist jetzt die Mission mal bald abgeschlossen hier. Dann könnte man nämlich gleich mal mit der neuen Mission anfangen. Aber jetzt müssen wir gerade mal schauen, nicht damit wir da noch was. Ja, so viel Saatgut ist eigentlich nicht mehr drin. Was macht da eigentlich da? Da können wir nämlich das Saatgut ausladen und dann ist es nämlich nicht verschenkt. Dann haben wir das Saatgut wieder für uns, weil wir müssen ja ein bisschen was auch investieren hier. Saatgut und Dünger und so Zeugs müssen wir selber kaufen. Aber dann hätten wir das Saatgut, wenn wir es ausladen, was wir reinmachen, was unseres ist, können wir auch wieder ausladen und haben das nachher für uns. Aber die Sämaschine gefällt mir eigentlich recht gut. Wie viel PS brauchen die eigentlich? So, Einzelkorn-Sämaschine. Ah, okay. Aber die ist auch wie breit? 12 Meter breit ist die sogar. Puh. Okay. Ah, jetzt ist fertig. Jetzt hätten wir noch 200. 64 Saatgut drin. Jetzt könnten wir das eigentlich so machen. Jetzt fahre ich da schnell über das neu gesäte Feld mit 60 km/h. Der läuft nämlich hier ein bisschen schneller, der Deutz. Und wir fahren mal hier hinten zu Feld 14 da, zu unserem Feld und werden das da abladen. Dann habe ich das nämlich schon da, wo ich es brauche, das nächste Mal. Und werden dann die Mission abschließen. Wir werden dann die nächste Mission annehmen und das Feld 11 dröschen für 16.000. Und ja, lassen das eigentlich so laufen. Sollte eigentlich gut sein. Und ich wollte es nicht auf die Straße stellen, alles klar. So, abschließen, jawohl. Und dann würden wir das annehmen. Und das Gute ist ja, wir haben so viel Zeit, wie wir wollen. So, dann nehme ich den schönen New Holland. Der ist da, glaube ich, auch recht beliebt in den USA. Sehr großer Drescher natürlich für die Riesenfelder. Tipptopp. Mit Bandlaufwerk läuft auch ziemlich schnell. Kann man auch von A nach B da wirklich ohne Tieflader unterwegs sein. Der wäre eh viel zu breit.
So, beim Viehhändler vorbei. Boah, der läuft richtig. Dann starten wir nachher die Mission, werden den LKW noch hochfahren und ja, bis der voll ist, dauert es vielleicht 1-2 Minuten. Der hat natürlich so ein riesen Schneidwerk. Da passt zwar viel im Bunker rein, der hat aber auch schnell den Bunker voll mit seinem riesen Schneidwerk. Also müssen wir genauso oft wahrscheinlich abbunkern, als wenn wir einen kleineren Drescher hätten mit einem kleineren Schneidwerk und einem kleineren Bunker. So. Versuche gerade die Stroblage auszuschalten. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es geschafft habe. Ob ich den richtigen Knopf erwischt habe. So wie ernten wir dann am besten. So ist glaube ich schlecht. Sollte von so nach so fahren. Wir fangen hier hinten an und arbeiten uns dann nach links durch. Da hinten ist nämlich die Abgabestelle. Dann werden die Wege nachher kürzer. Was ist es eigentlich überhaupt? Jawohl, Stroblage ist aus, Helfer ist an und wir holen noch den schönen Tatra. Ich glaube, ich will auch mal noch so einen Tatra haben. Ne, hier auf der Karte holen wir uns was Amerikanisches. Auf der amerikanischen Karte amerikanische LKWs, auf der europäischen Karte europäische LKWs. Macht noch recht Sinn. Aber ist jetzt halt ein Leihgerät, können wir uns nicht aussuchen. Diesmal doch den großen Anhänger. Cool. So, jetzt muss es hier bei der Karte auch langsam mal ein bisschen vorangehen. Das geht, oder? Mach keinen Quatsch, hier ist genug Platz zum Drehen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich sehe, und das wird so nix. Muss ich doch erst wohl das Vorgewende machen, aber der ist gleich mal voll hier. Ich sag ja, ist ja schön, großes Schneidwerk, aber das ist auch schnell der Bunker voll hier. Aber das ist natürlich auch viel schneller abgeerntet, das ist schon so. Das Feld ist schneller abgeerntet, so soll es hier sein.
mal so fahren jetzt hier. Das ist nämlich schon gleich mal das erste Mal vor, da kannst du gar nicht einmal ringsherum fahren. So viel passt hier gar nicht rein. So, dann werden wir noch einmal abbunkern und dann sollte der hier erstmal wieder ein Stückchen kommen. Bin ja mal gespannt, wie viel Prozent das jetzt sind. Zehn Prozent. Puh, okay. Das ist ein bisschen Arbeit. Macht ja nichts. Wir wollten das so. Okay. Würde ich sagen, wir lassen hier den Helfer ein bisschen fahren und die Helferin. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.